Revier München, 7 Schindler, was gibt's? Ja, Moment, ich hab auch bloß zwei Hände. Mehr brauchst du ja auch nicht. Die eine fürs Telefon, die andere für den Türöffner. Ja, das hätte mir jetzt der Depp genauso gut gesagt. Entschuldigung, nicht Sie. Danke, wir wollten da draußen nicht übernachten, Dago. Tatsächlich. Setzen, da. Ja, Hure, Heiland, Sakrament noch einmal. Dago, Deutsch. Algerisch ist mindestens genauso deutsch wie bayerisch. Nein, nicht Sie. Also gar nicht. Weiter. Mischen Sie sich nicht in Sachen ein, von denen Sie keine Ahnung haben. Wenn ich von irgendwas eine Ahnung hab, dann davon. Ja, ja, ist gut, mir kommt. Herrgott, das glaubst du nicht. Xaver, Einsatz. Wo? Uferweg 17. Da schmeißt eine Frau mit Angelhaken auf einen Mann. Was macht der Wind? Hat aufgehört. Regen? Null. Gewitter? Verzogen. Und nur für den Moment. In den Osten. Also. Und dann, wenn es wieder zurückkommt, dann wird es extrem. Hagel garantiert. Die Gewitter, die aus dem Osten kommen. Ja, jetzt reicht's mit den Bauernregeln und Pinselweisheiten. Na, da hat er jetzt Unrecht. Das ist genau das gleiche wie mit dem vorderen Wind. Vorderer Wind? Der östliche. Der westliche Wind, ja, der hintere Wind. Nein, das ist dann der Westwind. Na, Schluss, aus, Amen. Fakten. Kaffee. Name, geboren, wann und wo. Wollen Sie mich? Ja, die anderen kenne ich seit 20 Jahren. Kennen Sie mich nicht? Nein. Ich bin der Isar-Reiter. Veranstaltung jeglicher Art. Von 1 Solo bis 24 Mann Blaskompanie. Aber am besten, muss ich Ihnen ehrlich sagen, bin ich allein. Meine Karte. Und ist der Isar-Reiter auch irgendwann geboren und hat einen vielleicht ganz bürgerlichen Namen? Ist er und hat er. Geboren mit Namen. Und dürften wir den vielleicht irgendwie erfahren? Ungern. Aber wenn Sie mich drängen? Ich dränge. Gickel Manfred, 15. November 1974. Und um was geht's? Ja, ich warte. Auf was? Auf den Liebelsepp und sein Geld, das mir gehört. Und wo ist der Herr Liebel jetzt? Chirurgische Notaufnahme, rechts, da ist er. Wird genäht. Weil er keine Ahnung von Musik hat. Und wer hat ihm diese Verletzungen beigebracht? Er sich selber. Ja, von wegen. Ich hab nur abgewehrt. Ah, und da ist er einer dann voll hineingerannt. Ja, weil der Liebelsepp nicht nur einen schlechten Geschmack hat, sondern eine miserable Kampftaktik. Also bin ich Pazifist. Ich darf von mir aus nie jemand angreifen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Und weshalb hat er denn angegriffen? Weil er sich nicht in der Hand hat. Durchdraht. Nachdem sie ihm die Hochzeit seiner Tochter ruiniert haben. Was heißt hier ruiniert? Laut meiner Einschätzung war da eine Bombenstimmung. Aber einzelne wenige, das ist immer so. Ein paar Querschläger hast du immer dabei. Die gingen auch privat zum Lachen in den Keller. Als wir kamen, sah das Ganze nach Tumult aus. Aus welchem Anlass? Angeblich wegen eines Liedes von ihm. Das Bangkok-Lied. Kampflied? Angeblich eher weniger. Ja, um nicht zu sagen, eher das Gegenteil. Ne? Ein bisschen sehr unter der Gürtellinie. Ganz gepflegte Sozialkritik mit Niveau ist das Bangkok-Lied. Dann kann ich immer noch die Polizei rufen. Herr Giegel! Isar-Reiter, das nervt. Musik kann gar nicht nerven. So, der ist auf dem Weg von der Klinik daher, der Herr Liebel. Der wird gleich da sein. Schön, dann soll er den Flieder rausrücken und alles ist wieder im Lot. Ja, von wegen. Jetzt geht hier der Papierkrieg erst richtig los. Wieso? Weil dieser Herr Liebel Sepp. Sie er ist wird. Bei der ihr. Liebel Sepp, der stellt gar nichts gegen mich. Den kenne ich schon so lang. Ja, irgendwann, da hört er jede Freundschaft einmal auf. Spätestens in der chirurgischen.
Ich hab gesagt, wir kennen uns. Von Freund war nicht die Rede. Wäre er ein Freund, hätte ich selbstverständlich umsonst für ihn und für seine Tochter gespielt. Die Hochzeit war so oder so ruiniert gewesen. Dem Sepp und seiner Tochter hat's ja gefallen. Die Musik, meine ich. Die Schwiegereltern, die waren das Problem. Die sind nämlich aus der Reisebranche und haben natürlich hyperempfindlich auf meinen Sextouristen reagiert. Revier München 7, Schindler. Aha. Gut, Adresse? Ja, mir schickt jemand vorbei. M für München. Mir schickt jemand vorbei. Also mal langsam, Felix. Martha für München, Strich, Y, Josef, 4946. Gutes Hobby. Moment einmal. So. Liebl, Josef, mein Name. Augenblick, Felix. Sepp, nix da, Sepp. Mit dir, da hab ich noch eine Rechnung offen. Nein, mit dir, und zwar bei 450 Euro. Das ist meine Gage. Und ich krieg von dir 14.800 Euro für die Hochzeit meiner Tochter, die du ruiniert hast. Ich hab deine Tochter nicht ruiniert. Nein, aber ihre Hochzeit. Und von dem, da ganz zu schweigen, genäht 7 Stiche. Wie gesagt, ich hab nur abgewehrt. So, meine Herren, jetzt alles schön der Reihe nach. Durchrutschen, hinsetzen. Setzen. Da. Aussage nach Aussage. Jeder kommt mal dran. Ein ganzes, halbes Jahr hat sie sich darauf vorbereitet, meine Nadine. Auf die Hochzeit. Immer mehr ist dazugekommen. Können wir die Vorbereitungszeit vielleicht bitte überspringen und direkt zur Hochzeit? Dass sie wollte halt keinen Fehler machen, meine Nadine. Weil die Schwiegerleute, die sind schon eher von der anspruchsvollen Sorte. Eine ganz überspannte Neureichenbagage ist das, wenn's mich fragst. War die recht steif, die Schwiegerleutseite? Die ganze Verwandtschaft ist so überspannt. Ah ja. Allein schon dieser Rüdiger. Der hat deinen Nadine doch gar nicht verdient, der überspannte Zipfe. Und von Musik nicht so viel Ahnung, wie Dreck unterm Fingernagel steckt. Eigentlich möchte ich nur meine 450 Euro und dann ab durch die Mitte. Heute ist Flower-Time. Da gebe ich manchmal Spontankonzerte. Ja. Wahrscheinlich nackt. Manchmal durchaus. Je nach Publikum. Wobei richtig nackert bin ich nie. Schau, Sepp. Können wir jetzt vielleicht wieder zur Tat selber? Herr Liebl, Konzentration. Sie haben leicht reden. Hey, ich hab zwei solcher, ne? Dinger. Lokal. Örtliche Betäubung. Im Schädel. Trunken habe ich auch was und meine Tochter sitzt im Hotel, stark weinend. Auf der Hochzeit selber, da sitzt nur noch meine Verwandtschaft. Mit einer Bombenstimmung, jede Wette. Natürliche Selektion nennt man sowas. Und ihr Schwiegersohn, dieser Rüdiger. Hallo, schon der Name, Sepp. Kümmert sich um seine Eltern. Wahrscheinlich in erster Linie um die Frau Mama. Das ist eine ganz eine Geschmerzte. Die hat bei meinen harmloseren Lieder schon die Augen vertraut. Hey, Urlaub auf der Wiesn, ein todsicherer Stimmungsknaller. Grabestille auf der Schwiegerseite. Bitte. Nur die erste Strophe, damit sie einen Eindruck haben. Jetzt schau dieselbe Frage, was ich in Urlaub tue. Da haben 1000 Prospekte von der Reiseagentur. Meine Frau mag sehr weit weg und ich fang an zum Schimpfen. Ich hock mich in keinen Flieger und tu mich auch nicht impfen. Ich mach Urlaub auf der Wiesn, ich brauch keinen weißen Strand. Ich mach Urlaub auf der Wiesn in meinem Fischentrachtengewand. Ist doch pfundig, oder? Seine Verwandtschaft hat mitgesungen, den ganzen Refrain. Und auf der Schwiegerseite eisiges Schweigen. Ja, kein Wunder. Die haben Reisebüros. Ich hab mit sonst gerufen worden sind. Und dann kam der Höhepunkt. Ein Münchner in Bangkok ist immer der Höhepunkt meiner Show. Da kiss ich mir zum Schluss. Halt einmal. Das ist aber schon der Sextourist, oder? Das Lied hat mehrere Titel. Sextourist, ein Münchner in Bangkok oder auch nur Bangkok. Je nachdem. Je nach was? Je nach Publikum. Inhalt ist immer gleich. Aber ist, wie gesagt, extrem sozialkritisch. Und was gießt du dir da am Ende? Ein Glas Weißbier über den Kopf und in die Hosen, die er sich vorher, also am Anfang vor dem Lied, schon halb aufgemacht hat. Ja, da muss er durch, der Zuhörer. Kunst kann nicht immer nur angenehm sein. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so geschämt wie auf der Hochzeit von meiner eigenen Tochter. Stellt er sich da vor alle hin, macht seine Hosen weit auf, säuft ein Weißbier wie der letzte Prolet und singt von Nutten, Mitbringseln und greift sich dann auch noch immer zwischen die. Na, ich will das gar nicht mehr weiter erzählen.
wenn's der Michael Jackson gemacht hat, und zwar andauernd, da war's recht. Bei mir war doch das nur ein Hinweis auf. Ja, das wissen wir jetzt schon, dass das nur ein Hinweis. Jetzt lass ihn doch einmal ausreden. Ich hab gar nicht gewusst, dass du so sexistisch veranlagt bist, Dago. Ich schon. Jedenfalls, wie er sich dann das Weißbier über den Kopf geschüttet hat, war natürlich die Geschichte gegessen. Ich mein, die haben doch das alles als Kritik begriffen. Die haben 20 Reisebüros in Norddeutschland. Schwerpunkt Südostasien. So ist es. Das sind doch eigentlich die Scheinheiligen, die mit ihren Niedrigpreisen die Männer darunter locken. Männer, die hier oben keinen Stich machen taten und sie da unten aufhören wie die letzten Schweine. Ich weiß schon, warum ich dieses Lied im Repertoire hab. Und weißt du was, Little Sepp? Im Grunde kannst du saufroh sein, dass die Sache so ausgegangen ist. Wehret den Anfängen, sag ich immer. Wehret den Anfängen! Die Nadine ist doch die einzige Tochter, oder? So ist es. Und jetzt ist verheiratet mit einem, der bei der ersten Gelegenheit der Mama hinterherläuft, nur weil die an Geschmacksverirrung leidet oder einen Migräneanfall hat. Jetzt investierst du noch 10.000 Euro in eine Blitzscheidung, dann seid ihr los, das Reiseveranstalter-Geschwerl. Und deine Nadine kann in eine glückliche Zukunft blicken. Ist eine Perspektive. Oder Sepp? In was sind wir denn hier hineingeraten? Sie. In eine Metzgerei, in was denn sonst? Er. Also die Schwiegerleut beim Antrittsbesuch. Heilfroh, kannst du sein, Sepp. Heilfroh. Ist doch schließlich auch noch wer, oder? Selbst bloß als Metzger. Gerade als Metzger. Dago, bitte. Ich hab doch mein Nadine nicht umsonst studieren lassen. Damit's mit dem erstbesten Busfahrer. Weil nichts anderes sind's, diese Reiseunternehmer. Da braucht keiner von denen von oben auf einen Metzger runterschauen. Umgekehrt muss es sein, Sepp. Umgekehrt. Weißt was? Die 10.000 für eine Blitzscheidung, die sind gut angelegt. Eine Investition fürs Leben. Gerade für deine Nadine. Und ich krieg da meine 450 Euro. Die sollst du haben. Gut's. Gut. Ein Lied zum Abschied, Sepp? Ja, der Sextourist. Na, den kenn ich schon. An jener Wein, bitteschön. Es war ein Schütz in seinen schönsten Jahren. Der wurde weggeputzt von dieser Welt. Man fand ihn erst am 9. Tage bei Tegernsee, am Peißenberg. Auf hartem Fels hat er sein Blut vergossen. Auf dem Bauche liegen fand man ihn. Von hinten war er angeschossen, zerschmettert.